Wie immer, wegen dem Weihnachtsbaum. Mein Papa hat eben noch einen ergattert. Er wollte ein Schnäppchen machen. Tja, so sieht der Baum jetzt auch aus. Alles ein wenig mickrig. Meine Mama sagt immer, an Weihnachten kommt es nicht aufs Äußere an. Was zählt, ist das Herz. Ja, aber wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, stimmt sie trotzdem. Ja, ja, Weihnachten. Alle Jahre wieder. Plätzchen backen, putzen, einkaufen, essen. Die volle Bescherung. Da frage ich mich manchmal schon, warum eigentlich das Ganze? Na, immerhin ist es ein uraltes Fest. Meine Oma sagt, weil Gott ganz nah bei uns sein will, darum ist Jesus geboren. Das heißt, er hat Geburtstag. Aber vielleicht feiern wir Weihnachten, weil wir es einfach gut haben wollen miteinander. Ein bisschen Frieden, ein bisschen mehr Zusammensein, ein bisschen mehr Zuhören, ein bisschen mehr Liebe. Vielleicht reicht er ja schon ein kleines bisschen mehr, dass Weihnachten zum Fest wird. Und vielleicht hat Gott sich ja genau das dabei gedacht. Spaß und viel Freude Ihnen allen.
das so? Ja, Maria wunderte sich sehr und bewegte alles in ihrem Herzen. Der Engel hatte gesagt, das Kind solle Jesus heißen. Es sei Gottes Sohn. Und sie, Maria, solle seine Mutter sein. Lasst uns jetzt sehen und hören, wie die Geschichte damals weitergeht.
machten sich auch Maria und Josef aus Nazareth auf den Weg nach Bethlehem, in die Stadt, in der Josef geboren wurde. Maria war schwanger und die Reise war sehr beschwerlich. Viele Tage lang waren sie unterwegs und Maria spürte, dass das Kind bald kommen würde. Thank you.
Nachtwache bei ihrer Herde. Puh, ist das kalt. Kommt, lass uns doch noch etwas Holz auflegen. Lass nur, ich mach das schon. Irgendwie ist es eine ganz sonderbare Nacht. Es ist so merkwürdig still. Aber die Tiere sind total unruhig. Warum? Es ist genauso, wie es schon immer war. Kein Geld, wie immer. Kein Dach über dem Kopf, wie immer. Und Hunger, wie immer. Und kalt, wie immer. Und ihr jammert und streitet, wie immer. Ach, wenn doch endlich der Messias käme, der Retter. Hilfe!
Kind, der Messias, der Löser, den, auf den wir schon so lange gewartet haben. Gott hat meine Gebete erhört. Ich habe doch gleich gesagt, diese Nacht ist eine besondere Nacht. Also, lass uns losziehen und schauen, ob es stimmt, was der Engel gesagt hat. Yeah.
Gott in die Welt kommt. Aber damit er auch immer wieder in unsere Welt, in unser Leben kommt, müssen wir immer wieder neu auch darum beten und sein Kommen. Deswegen habe ich Sie und euch nun bitten aufzustehen und das Vaterunser zu beten.
Dank ganz besonders an Frau Hasenmüller, an die Musiker, an die Mesner, an alle, die mich gehört haben. Geht hin in Frieden.